Und da bist du. Fährst auf einem Riesenzug. Oh ja. Nun gut. Ja, ja, mein Reich ist recht winzig und ich bin relativ ungeschützt. Aber ich habe ja meine riesigen Killerroboter, die das alles für mich erledigen. Bald. Bald ist es soweit. Meine riesigen Killerroboter werden die ganze Welt unterjochen. Ja, ich glaube, ich kann es nicht kaufen, ne? Ne, ich kann es nicht kaufen. Okay, dann mal nächste Runde. Und zum Raumschiff. Das heißt, mein Siegfortschritt ist, glaube ich, am weitesten, ja, fortgeschritten. Ja, Wuzetian ist zu weit weg. Der Diplomatie-Sieg sieht auch nicht gut aus, für wen auch immer. Hat bald den vierten. Und hier ist ja nur Rom tot, also... Ja, China hat die Niederlande denunziert. Kämpft gegen sie, gegen die Niederlande. Ich habe, aber ich glaube, ich habe die Einheiten von ihr ziemlich stark dezimiert. Das finde ich ziemlich gut. Ziemlich gut, finde ich das. Und da es nicht mehr lange dauern sollte, werde ich jetzt auch jetzt hier durchaufnehmen heute. Weil, ne? Weil ich kann es ja nicht zulassen, hier irgendwas anderes zu machen. Weil dann werde ich eine halbe Stunde Aufnahme-Session oder so machen. Wäre doch scheiße, oder? Wäre scheiße. Ich fände es scheiße. Also, mache ich einfach hier durch. Kauf mir glauben möglich. Kann Politik einführen. Ah, was brauchen wir denn für Politik? Was bringt das? Ah, man kriegt mehr Gold. Wachstum. Ich glaube, mehr Gold ist jetzt gerade am wichtigsten. Ja. So, Produktion wählen hier. Was gibt es denn hier für eine Produktion? Eine Recyclinganlage nächste Runde. Ja, ja. Mein Gegner ist in der Nähe. Oh mein Gott. Wer könnte das bloß sein? So, wie weit hast du dich wieder erholt, du Hangzhou? Ah, okay. So, jetzt wird der riesige Killerroboter wieder ausgesandt hierhin. Greift an, wenn er es kann. Und ja. Auf jeden Fall wird er erstmal dahin gesandt. Oh ja, oh ja. Ja, ja, Kaifeng kann einen Gegner angreifen. Ja, Dido mag mich plötzlich nicht mehr und ich weiß nicht wieso. Ich habe jedoch nichts getan, oder? Auf dem Feld ist eine Mine und auch schon eine geplünderte Mine. Wodurch sich ein bisschen Sachen verschlechtern natürlich. Leuchtturm. Ja, ja. Du gehst rauf. Und die anderen gehen rauf. Ich glaube, ich mache viel zu viel Schaden, als dass sie mich irgendwann besiegen könnten. Ja, 37. So, die nächste Salve. Einheitenbeförderung. Schon wieder. Da können wir sie wieder heilen. Wenn wir wieder genug Kohle haben, bauen wir den nächsten und dann ist es Hangzhou natürlich total zerstört. Oh ja, Hangzhou, du bist total zerstört. Teilchenphysik. Boah, von RS Modus 1 für den erforderlichen Raumschiffteil, ich weiß. Lade ein bisschen schneller. Boom. Jetzt heilen wir uns. Okay, Produktion. Was wollen wir als nächstes produzieren? Noch einen riesigen Killerroboter? Natürlich. Und dieser riesige Killerroboter geht runter. Hierhin. Auf hierhin. Auf nach dort. Nächste Runde. Läuft auch einwandfrei. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt denkt, aber ich denke, es läuft gut. So. Jetzt kommt nämlich noch einer. Also wir sind auf Augenhöhe, glaube ich, von unserer Stärke, weil ja in einer Runde baue ich mir den nächsten. Dann kommt der nächste wieder. Oh ja, das wird gut. Kaifeng kann einen Gegner angreifen. Und der nächste riesige Killerroboter ist schon auf dem Weg.
Okay. So, das heißt, wir kaufen uns jetzt den hier. Ja, der sich zurückzieht. Unsicherheit. Was wollen wir denn noch bauen hier, ne? Also ich meine, es ist ja alles gut hier. Ne? Eine Runde und dann haben wir jetzt schon... Ja, ich weiß, du kannst nicht mehr dahin. Dann gehst du erstmal deine 3. Oh, da ist ein U-Boot. Das ist interessant. Oh ja, während der andere sich erholt. Riesige Killerroboter, nö, sind einwandfrei. Ja, sieht sich anderweitig um, ist auch okay. Siegfortschritt. 3 von 5 immer noch. 4 und 4. In der nächsten Runde den nächsten einbauen. Ah, gut. So, du bist schon mal tot. Und du gehst jetzt hier hin. So. Andere haben den Stadt-Kultur, ja. Was wollt ihr als nächstes bauen? Ist eigentlich total egal. Eigentlich können wir jetzt den Kampfpasser bauen. Den Kampf aufpasse. So, mal gucken, was Akkad so sagt. Was Akkad sagt? Akkad sagt 11 Runden. Was sagt Anzium? Anzium sagt 16 Runden. Was sagt Umar? Sagt 18 Runden. Was sagt das hier? Sagt 7 Runden. Das ist natürlich das Beste. In 7 Runden wird das fertig sein. Wird hier ein riesiger Killerroboter gebaut. Haben wir keinen Uran mehr. Aber die riesigen Killerroboter sind immer noch da. Oh ja, damit seid ihr auch fast gut. Ja, ihr glaubt, ihr könnt riesige Killerroboter einfach so besiegen. Ich weiß, das habe ich auch mal geglaubt. Und dann, oh, das fiel es mir wie Schuppen von den Augen, weil es Schuppen waren. Ja, man kann riesige Killerroboter nicht besiegen. Sie sind unglaublich stark und fest und unbesiegbar. Oh ja. Ja. Die Stasis-Kammer kommt hier hin. Also wenn ich jetzt das verwechselt hätte. So, nur noch eine Sache. So. So. Jetzt wird so angegriffen. Oh, ist das Laser-Technologie auch gleich entdeckt? Unglaublich. Oh ja. Also gucken wir uns mal den Siegfortschritt an. Also hier sieht's gut aus. Hier sieht's einigermaßen gut aus. Hier sieht's, ja, ne? Ah. Unglaublich gut aus, ne? Oh ja. Also ich weiß auch nicht. Irgendwann wird das hier wohl fertig werden. Und wir haben nur 6 Runden und dann sind wir fertig. Und das heißt, wir haben vor 100 Runden, bevor es Ende ist, geschafft. Selbst wenn es nur, wenn ich mir 400 Runden als Limit gesetzt hätte, hätte ich gewonnen. Und selbst wenn ich nur, zwischendurch saß ja, war China ja besser als ich. Bei Runde 300, glaube ich, immer noch. Das heißt, bei Runde 300 wäre das jetzt nicht so sicher ausgegangen. Hangzhou ist auf jeden Fall zerstört. So. Naja. Ja. Okay, ja. Mach, mach. Zerstört meinen riesigen Killerroboter. Er ist unglaublich stark. Aber er schafft es. Ich glaube an euch. Oh ja. Oh, ein Laser-Technologie.
So, ich hoffe nur, dass der jetzt nichts macht. Anfangen so jetzt. Oh ja. Damit haben Mangsu. So, was fragst du jetzt? Wutzeitern. Oh, nein. Wir wollen eine bestimmte Stadt. Und du weißt, welche ich meine. Wir wollen Shanghai. Ich weiß. So. Um 35, um 24. Ja, ich muss ja jetzt die Unzufriedenheit nehmen. Ist okay. Ist okay. Dann wachsen die Städte halt nicht. Dann haben wir Globalisierung. Und dann machen wir hier Gerichtsgebäude. Oh ja, Nippur. Dein Forschungslabor. Mauern von Babylon. So, also wenn die ein Forschungslabor bauen kann, warum konnte ich hier keins kaufen? Also wie heißt es? Dings bauen. Egal. In 6 Runden sind wir fertig. Ist auch gut. Ist auch klar, was wir hier werden, oder? Gerichtsgebäude irgendwann mal. Oh ja, das ist halt so schlimm, ich weiß, Sangsu ist da. Oh ja, Nanjing. Wir haben alles geschafft soweit. Also, ich weiß nicht, aber wir sind gut dran. Sie hat schon den ersten. Ah, scheiße. Also, wenn sie es jetzt schafft. Ja, der Machu Picchu, ja, ich weiß. Wenn sie es jetzt schafft, jetzt hier richtig abzugehen, könnte sie alles vor mir einbauen. Aber es wäre Shanghai, der gebaut hätte. Deswegen habe ich auch Shanghai genommen. Ich dachte nicht, dass ich Shanghai... Ah! Alle lieben den König. Ich weiß, ich bin unglaublich. So, ein anderer Spieler. Ja, ja. Ja, ja, alles weg, alles weg, alles weg. So. So. Ist der auch da. Halt euch alle. Ihr seid einfach nur unnütz jetzt. Und damit ist der nächste Rizikikiller-Roboter auch da. Ja, ja, ich weiß. Ihr denkt euch jetzt, oh, der ist gut. Ah, jetzt hat er Atomzeitalter erreicht. Mal gucken. Aber sie hat ziemlich viele Punkte verloren. Das finde ich gut, das finde ich sehr gut. Während Wilhelm, ja, wir machen mal eine Diplomatie-Übersicht. Sie hat immer noch 4. Oh ja, sie hat ganz schön viele Verbündete. Aber leider keine wichtigen. So, wie lange noch? Noch 4 Runden, dann haben wir gewonnen. Sehr schön. Ich weiß nicht, haben wir schon mal diesen Technologiesieg gemacht? Kann sein, ne? Kann sein. Fände ich aber auch nicht schlecht, wenn wir es nicht gemacht hätten. Oh ja, oh ja. Haben wir das auch geschafft dann? Dieses unglaubliche Let's Play. Noch 4 Runden. Aber er braucht halt lange, um das jetzt hier alles zu bauen. Ist ja unglaublich, aber ist halt wahr. Oh ja, so. Und gleich nächste Runde hinterher. Noch 3 Runden. So. Habe ich nächste Runde gedrückt. Warum macht das dann nicht? So. Mach. Noch 2 Runden danach. Oh ja, das geht doch. Ab jetzt dauern die Runden nur noch 20 Sekunden. Also so lange, wie mein Rechner braucht, um das zu berechnen. Das dauert ziemlich lange. Oh, ich freue mich schon auf den neuen Rechner. Und wie gesagt, alles an einem Tag aufgenommen. Die gesamte Aufnahmesession, die ihr hier seht jetzt. Wie viel ist das? Wenn ich jetzt durchrechne, sind das 2 Stunden 40 zweimal. 2 Stunden 40 sind 3, sind 6, sind 8, sind 17 Parts insgesamt. Also wie beim ersten Mal, wie bei... Oh, noch eine Runde. Sind 17 Parts. Okay. Haben wir es in 17 Parts gelöst, die ich alle an einem Tag aufgenommen habe. Großartig. Der Abschaum von mir, jetzt muss ich mich auch noch... Okay, ich weiß. Nun gut, aber ich frage mich, warum sie plötzlich so feindselig wurde. Weil das habe ich nicht kapiert. Das sind, ja,
Das sind 5 Stunden 40 an einem Tag, Alter, Spiel. 5 Stunden 40 an einem Tag aufgenommen. Das muss man erstmal schaffen und machen. Oh ja. Das ist hart. Das muss auch noch alles gerendert werden. Oh mein Gott, das wird lustig. So, und damit noch ein dummes Projekt. Eine benötigte Befehle. Und dann das nächste runter dran. Und damit das Finale. Hat Diplomatie irgendwas in der Zwischenzeit gemacht? Nein, du hast nichts geschafft. Oh ja, und der Siegfortschritt sieht auch nicht besser aus, glaube ich. Für keinen von euch sieht es jetzt besser aus. Nein, ich habe es geschafft. Babylon provoziert sein eigenes Dings. Wenn es natürlich jetzt vorbei ist, dass er es nicht schafft, dann ist das auch egal. Oh ja, dann ist das auch jetzt scheiße, schön scheiße. Und da das ja jetzt auch, so. Und das war's. Oh ja. Ich gewinne Nebukadnezar. Ihr habt durch eure Wissenschaft den Sieg errungen. Ihr habt die letzten Geheimnisse der Natur entschlüsselt. Okay, und euer Volk in eine schöne neue Welt geführt. Schön die Sterne am Himmel leuchten. Wird man sich noch an euren Triumph erinnern. Sehr schön. Gucken wir uns noch die anderen Sachen an. Das ist übrigens 1978 nach Christus. Und sogar mit einer höher. Ich weiß, frag mich, wo der Erfolg bleibt. Ich weiß nicht, ob ich Kriegsherr schon mal gespielt habe. Ich bin 2. bei Bevölkerung, 2. bei Ernteertrag, 5. bei Fertigwaren. Oh mein Gott. 3. bei BSP. Land bin ich 1. Soldaten, da bin ich 3. Und dabei habe ich nur 6 Killerroboter. Ja, und wir haben 257.000 Durchschnitt, ja. Wir haben 257.006 und Zustimmung haben wir auf jeden Fall letzter. 18%. Alphabetisierung sind wir erster. Rangliste. Wir sind Abraham Lincoln, also nicht gut, aber kaltisch, dass wir fest um etwas zu erreichen, wichtiger als alles andere. Und gucken wir uns jetzt die Wiederholung an. Das ist das Wichtigste. Lade, ich möchte Wiederholung sehen. Jetzt soll er bloß nicht abstürzen. Aber ja, aber er hat schon länger. So, Grafiken. Karte, wir gucken uns nur noch die Karte an. Und Wiedergabe. Jetzt sehen wir überall. Wir sind, wo sind wir? Wir sind hier. Ja. Wir sind hier. Wir arbeiten uns dann so langsam hier hoch. Ja, ne? Das wird lustig, weil Caesar hat ja schon seine ja, 3 Sachen, während ich da in meinen Untern jetzt erst meine. Ne, das ist ja gar keine, das ist einfach eine Insel. Oh mein Gott, das Eis. Sah gerade aus wie meine Stadt, wegen dem Wasser, was auch so ähnlich aussieht wie meins. Ja, wir haben uns relativ gut entwickelt. Muss ich sagen. Oh ja. Ja, haben wir. Haben wir relativ gut. Auch wenn wir ziemlich schlecht waren. So, und dann greift er uns an. Während der ungefähr Zeit müsste er uns angegriffen haben. Und ja, er besiegt uns. Nicht, weil wir ihn überrumpeln mit unserer unglaublichen Schieren Macht. Wegen Wutzeit dann auch schon 4 hat und auch andere 5 sogar, ja. Und jetzt erober ich gleich seine beiden Städte. Oh ja, das wird lustig. Oh ja, das geht doch klar, wir schaffen es. Oh ja. Oh ja. Und da haben wir nur ein Save Point von Dings. Anscheinend ist das gut gelaufen. Nämlich den einen Save Point, den ich jetzt nochmal zur Sicherheit gemacht habe, damit die Sachen sind. Das heißt, ich mache nur noch eine Runde, verabschiede mich sozusagen bei diesem Bildschirm dann und sage nur noch eine Runde und speichere das als Finale von Dings, weil ich das gerne als Finale haben möchte. Oder ich speichere das live. Ja, ich speichere das live. Komm, speichern wir das live. Und gehen dann zurück zum Hauptmenü, weil wir es ja geschafft haben, hier locker zu gewinnen. Damit haben wir schon August Caesar besiegt. Und wir haben unsere Stadt da unten schon längst, weil jetzt kommt schon... Und da haben wir es geschafft. Oh, das war's schon. War schon. Ich habe zu lange geredet. Unglaublich. Grafiken. Ja, wir sind die, die ganz oben sind. Natürlich nach Punkten im Endeffekt. Geb Gold pro Runde Stadtverbindung, ja. Bekannte Technologien. Da waren wir immer... Ich habe ja gesagt, wir sind eine Technologienation und müssen immer über anderen sein. Ja, das war... Ging relativ gut. Bevölkerung war, da waren wir immer weit unten. Und wir haben aber dann im Endeffekt die größte Gebäudeunterhalt, da waren wir immer, ja, da waren wir immer die Besten. Einheitenunterhalt nicht, da waren wir immer ziemlich weit unten.
Und gesamte Kultur. Ja, Kultur waren wir mal gut. Gesamtes Gold. Gold waren wir eine meiste Zeit lang immer gut. Gesamtes Land. Aber wie gesagt, am Ende. Gucken wir uns noch ein paar andere Sachen an. Überschüssige Zufriedenheit waren wir immer ganz schlecht, ich weiß. Unzufriedenheit, da waren wir immer am besten, wie ihr seht. Verbesserte Geländefelder, ja, da waren wir natürlich auch am besten. Und dann gucken wir uns nochmal Zufriedenheit an. Ja, da waren wir eigentlich relativ gut, aber die Unzufriedenheit ist. Und Wissenschaft pro Runde sollte ja immer bei uns... China war manchmal besser bei Wissenschaft pro Runde, aber dann am Ende... Gut. Dann würde ich sagen, wir sind bei der Rangliste hier, bei Abraham Lincoln. Dann Quail. Ich frage mich, wie man 0 Punkte erreichen kann. Okay. So, das heißt, wir haben es geschafft. Dann speichere ich nicht ab, sondern speichere einen Zwischenspeicherstand sozusagen neu ab. Und ja, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir neue Civilization starten. Auch irgendwann mal. Also ich werde sozusagen während der Zeit werde ich keine Civilization starten, aber sozusagen werde ich dann später machen. Und wir werden dann sehen, was wir tun. Ne? Also bis dahin sehen wir uns dann bis irgendwann mal wieder. Dieser Part ist ein bisschen kurz, der finale Part, weil, soll ich noch 3 Minuten quatschen, damit er genauso lang wird wie die anderen bei der Demografie oder der Rangliste, hier bei der Wiederholung, bei den Ich sag euch ja. Damit ist das Spiel abgestürzt. Nein, ist es nicht. Gut, Glück gehabt. Ich wollte gerade schon sagen. So, dann machen wir hier verbesserte Gelände. Mann, was gucken wir uns denn noch an? Dann sage ich noch eine Sache. Militärmacht. Oh mein Gott, waren wir schlecht. Karthago war die beste Militärmacht überhaupt. Also, und ihr seht, guckt mal das Ende an. Da waren wir richtig gut. Da haben wir richtig aufgetankt mit unseren, ne? Oh ja, aber ja, bis dahin, wir hatten null. Wir hatten zu den Zeitpunkt hier gar nichts. Wie geil, das hatte ich auch noch nie. Also, wir waren wirklich eine nicht kriegerische Macht, die einfach nur nach Technologie gestrebt hat. So unglaublich gut waren wir. Aber... wie gesagt, jetzt höre ich auch auf zu labern. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und jetzt kommt's. Bis zum nächsten Mal und tschö.